am 11.11. um 11.11 Uhr fährt der UPS jetzt hier vorbei. Bitte schön. Ein riesigen Applaus für die Paketzusteller. Wenn am Buttermarkt 11-mal geballert wird, dann kann das nur eins bedeuten. Die Fulda Air Forset ist zurück. Zahlreiche Narren versammelten sich daher am 11.11. um genau 11.11 Uhr, um die berühmt-berüchtigte fünfte Jahreszeit einzuläuten. Vor allem für einen ist das ein Datum, das bereits seit Monaten im Kalender rot markiert ist. FKG-Präsident Oliver Weißenberger. Wir feiern das schönste Volksfest, das es gibt. Die fünfte Jahreszeit, die Fuldaer Forset, ist das Schönste für einen Fuldaer. Also Forset ist Frohsinn, ist Freude, ist Konfetti, ist Party, ist Leben pur. Jede Kampagne ist etwas Besonderes und jedes Jahr ist irgendwie anders. Wir freuen uns auch auf eine tolle, lange Kampagne bis zum 3. März 2025. Können die Narren feiern, können wir feiern und das werden wir genießen. Und genau darum geht es doch eigentlich bei der Forset. Um Spaß, Gemeinschaft und darum, nicht immer alles so ernst zu nehmen. Das sieht auch vor allem Schirmherr und Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld so. Kaum etwas wie die Fastnacht bringt die Menschen so zusammen, wie es der Fuldaer Forset gelingt. Und natürlich ist Freude, Frohsinn und auch die Fähigkeit, sich selber mal ein wenig auf die Schippe zu nehmen. Ich glaube, das wird uns allen gut tun, wenn wir uns alle selbst nicht zu ernst nehmen. Doch was verbinden eigentlich die ganzen Fastnacht-Verrückten mit der Fuldaer Forset? Also mein erster Eindruck ist sehr, sehr gut, weil so viele Vereine sind hier. Und dann das mit der Kanone, das habe ich noch nirgends so erlebt. Also das war schon toll, muss man sagen. Und auch die da oben da standen und so schön geredet haben und mit den Fahnen schwingen. Also einfach toll. Fuldaer Forset heißt Tradition, Vereine gemeinsam feiern, gemeinsam lachen. Das ist das, was Fulda vielfältig und bunt macht. Das gehört einfach zu Fulda dazu. Wir sind selber im Karnevalsverein, ein bisschen kleiner, aber wir finden es einfach schön, hier zu sein, zu feiern, einfach die Freude wieder. Mein besonderes Highlight war der Kanonenschuss, weil wir als Gardisten aus Gersfeld, wir haben hier oben selber eine Kanone, wir haben unseren selberen Kanonenschuss. Das ist natürlich dreimal lauter, aber es war trotzdem überragend. Gersfeld! Hello! Gersfeld! Hello! Man mag von der Fulda Air Forset halten, was man will. Aber eins kann sich diese Tradition fett auf die Fahne schreiben. Sie zaubert allen, die mitmachen, ein Lächeln ins Gesicht und bringt mächtig Schwung in den Laden. Wir sagen daher, fösch voll hinein! Osthessen News. Sehen, was bewegt.